Als Grundplatte nimmt man ein dünnes Holzbrettchen von 4 x 2,5 cm. Von einem 4 mm Leistchen werden die Seitenholme mit einer Länge von 1,5 cm zugeschnitten. Mittels Leim oder Heißkleber stellt man 4 Steher auf die Ecken der Bodenplatte. Mit zugeschnittenen dünnen Seitenbrettchen wird die Kiste auf allen Seiten gleichmäßig verkleidet. Für die Äpfel eignen sich kleine Holzperlen aus dem Bastelladen. Selbstgeschnitzte Holzäpfel wirken aber auf alle Fälle natürlicher. Von einer Holzleiste werden mit einem Schnitzmesser 10 bis 12 kleine Äpfel zugeschnitten, die mit Leim in die Kiste geklebt werden. Für die Bemalung eignen sich rote, orange und gelbe Blackerfarben hervorragend, um der fertigen Obstkiste die nötige Natürlichkeit zu geben.